Ja, also meine erste Erfahrung zum Game. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Am 4.11. kommt Advanced Warfare raus und naja, ich habe es schon seit ein paar Tagen. Das ist der Vorteil, wenn man YouTuber ist, meine Freunde. Da kriegt man es einfach irgendwie so eingeschickt. Ich glaube, ich bin fast umgefallen. Also was ich gemacht habe, ich hab's geöffnet. Ich meine, der Postbote war in meiner Tür, ne? Und ich habe mich gefragt, ich bestelle. Ich habe in letzter Zeit nichts bestellt. Und von wem kann das sein? Vor allem meine neue Privatadresse ist ziemlich merkwürdig. Und ich mach's auf. Auf einmal sehe ich das Spiel mit der CD hier drin, ne? Das ist das hier. Und ich bin fast umgekippt, weil es so unerwartet war. Es war wirklich eine der unerwartetsten Sachen, was in diesem Jahr passiert ist. Und ich habe mich wirklich so gefreut, sofort reingelegt, installiert, hat ziemlich lange gedauert und gezockt. Und mittlerweile zocke ich schon seit mehreren Stunden, über mehrere Tage verteilt. Und muss sagen, dass es, ja, ich habe einen bestimmten Eindruck vom Spiel. Also bleibt dran, dann werde ich euch den Eindruck erzählen. Vorher wollte ich euch noch was zeigen, denn ich habe gleich am nächsten Tag noch was bekommen von Activision. Und zwar ist das ein Paket. Und was sich in diesem Paket befindet, wollte ich euch nochmal zeigen und ein kleines Dankeschön an Activision ansprechen oder aussprechen. Weil es ziemlich wertvolle Sachen hier sind, fällt mir da auf. Also sehr wertvolle Sachen sogar. Ja, ich fange erstmal an mit dem, was ganz oben ist. Und zwar ist es erstmal eine Call of Duty Advanced Warfare Cap. Das ist die Cap. Ziemlich hochwertig, das seht ihr hier auch in diesem goldenen Stempel. Ohne kann man nicht vergrößern oder sowas. Ich wollte sie am Anfang Jojo zuschicken, weil er sowas gerne trägt, mache ich vielleicht auch, weil ich keine Caps trage. Aber trotzdem eine ganz coole Cap und ob man sowas draußen tragen würde, ist natürlich Gewöhnungssache, aber ich finde sie ganz geil eigentlich, deswegen, ja. Genau, ein Pullover, ein Call of Duty Advanced Warfare Pullover, den habe ich auch an, der ist super, super warm und gemütlich. Der ist richtig geil. Dazu, wo wir schon beim Thema Kleidung sind, zwei Call of Duty Advanced Warfare T-Shirts. Was auch richtig, richtig geil ist, denn diese T-Shirts sind zwar large, also ich trage S oder M normalerweise. Wenn ich sehr eng trage, will ich trage sehr gerne sehr eng, dann trage ich S. Und wenn ich normal trage, trage ich M, also mittel, ne? Und das ist large, aber ist trotzdem, also passt mir auch, weil ich halt so breit bin, nein, Spaß. Dann ein richtig übler Call of Duty Advanced Warfare Rucksack. Dieser Rucksack, ich muss sagen, man könnte denken, ja, das ist doch voll scheiße und gar nicht, wer würde sowas tragen, aber nein, dieser Rucksack, ganz ehrlich, den würde ich auch zur Schule anziehen, der ist richtig, richtig geil. Also, ja, was ihr hier drauf seht, und zwar zum einen The North Face, ich weiß nicht genau, was es sein soll, ich habe es schon mal gesehen, also dieses hier. Dann Call of Duty Advanced Warfare Logo und dann noch ein Xbox One Logo hier unten. Und ganz unten, seht ihr, steht Jester. Also mein zweiter Kanal ist ja Danny Jesten. Und wieso hier Jester steht, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es die Marke dieses Rucksacks oder sowas, kann ja sein. Jester heißt auf Englisch Spaßvogel, falls ihr es nicht wisst. Deswegen, ja, ziemlich, ziemlich geil. So sieht er von weitem aus. Also sehr, sehr geil. Und jetzt das Besonderste, ein Call of Duty Advanced Warfare Headset war auch da drin. Ne? Das ist das hier. Das ist ein Turtle Beach. Was für eins es genau ist, ich weiß es nicht. Es fühlt sich sehr qualitativ nicht so toll an. Also es fühlt sich nicht so gut an, weil es aus Plastik ist. Und wie ihr wisst ja, alle Sachen aus Plastik irgendwie, die fühlen sich einfach nicht so toll an. Auch hier, diese Ohrdinger, Ohrmuschel, die fühlen sich auch nicht so toll an. Eher so, sie sind einfach nicht so gemütlich, aber ich trage es trotzdem. Jetzt kommt die Sache, wieso. Es fühlt sich nicht so toll an, aber es ist trotzdem gemütlich auf dem Kopf. Denn es ist so leicht, weil es Plastik ist, es ist so leicht, es ist wirklich sehr leicht. Und das bewirkt einfach, dass ihr das auf eurem Kopf kaum merkt. Und deswegen ist es einfach so gemütlich, weil es einfach keine Last ist. Irgendwie auf eurem Hals oder sowas. Ich weiß nicht, wer das kennt, wenn ihr ein schweres Headset trägt, dann tut irgendwann der Nacken so weh irgendwie, weil das Headset so schwer ist. Und das kann bei dem nicht passieren, weil es einfach, ja, so leicht ist und nur aus Plastik. Und das sind die Vorteile dran, wenn es aus Plastik ist, ne? Und ja, ein sehr cooles Headset, auch mit dem Call of Duty Advanced Warfare Logo. Sieht also ziemlich cool aus, vielen Dank dafür.
Und dann, das war's auch. Das war's. Und natürlich das Spiel an sich. Wo ist das Spiel? Habe ich vielleicht schon gezeigt. Spiel habe ich auch schon bekommen. Ist es da? Nee, okay, das ist ein anderes Spiel. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, aber wenn ja, dann habt ihr es ja schon gesehen. Wenn nicht, dann... Ach, hier ist es. Das ist es. Auf der Xbox One erstmal. Auf der PS4 werde ich mir auch noch holen, genauso wie auf dem PC. Und ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja, also meine ersten Erfahrungen zum Game. Ich muss sagen, es ist zum einen sehr geil. Vor allem, was ich richtig geil finde, die Leute beschweren sich ja immer und sagen, ja, wir wollen was anderes haben. Und das hier ist was anderes. Also es ist, sowas gab es noch nie in eurem Leben. Die Vorteile sind, es ist alles neu, es ist alles geil, Langzeitmotivation ist da, weil es halt alles neu da ist. Es ist alles einfach, wie gesagt, neu und es gibt einfach so viel zu erkunden und zu erleben und zu lernen. Selbst ich bin am Anfang nur negativ ausgegangen, denn ich habe, falls ihr nicht wisst, meine ersten Change-Spiele hochgeladen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie uploaden werde, aber ich denke schon, meine ersten 10 Games habe ich hochgeladen, also noch nicht hochgeladen, aber habe ich aufgenommen und die kommen hoch, also ich denke, alle kommen hoch und ich bin sogar ab und zu mal negativ ausgegangen, weil ich einfach dieses Spiel nicht kann. Es ist wirklich schwer. Das Problem ist, ihr müsst euch vorstellen, bei Black Ops zum Beispiel, wenn ihr Black Ops zockt, da gibt es eine Ebene. Gut, manchmal gibt es eine Treppe, wo ihr hochgehen könnt zu irgendeiner Wohnung oder zu irgendeinem Haus in irgendeiner Map. Aber hier gibt es irgendwie Ebenen, wo Gegner von da kommen können, von da kommen können, von da kommen können. Und man weiß einfach nicht genau, wo man lang gehen muss, um jetzt wirklich Gegner zu finden. Und selbst wenn man Gegner findet, dann weiß man nicht, befinden die sich jetzt im Haus, befinden die sich auf dem Haus, befinden die sich vielleicht ganz, ganz oben oder sowas. Und ihr dürft nicht versagen. Also wenn ihr dieses Spiel habt, ich habe mich am Anfang zu Tode aufgeregt, werdet ihr auch noch sehen. Und ich habe fast geheult, ich hatte so Kopfschmerzen, ich habe geschrien, werdet ihr aber auch noch sehen. Und man darf nicht versagen, dieses Spiel muss man lernen, man muss es auswendig können. Ihr müsst wissen, wo sich die Gegner auf welcher Map befinden. Das kommt alles automatisch, je mehr ihr das Spiel spielt. Am Anfang wird man sehr, sehr reinscheißen, aber man wird es irgendwann können und irgendwann lernen. Und dann müsst ihr einfach dranbleiben und dann werdet ihr gut in dem Spiel. Das ist einfach so ein Spiel, was man lernen muss. Und sehr gutes Aiming haben muss. Und ich sage jetzt wirklich sehr gutes Aiming, weil durch dieses Exoskelett, wo ihr rumfliegen könnt, ist wirklich sowas von actionreich. So actionreich war noch nie in COD. Ihr müsst dauerhaft in Bewegung bleiben. Und wenn die Gegner fliegen, müsst ihr in der Lage sein, die Gegner aus weiter Entfernung, und wenn er fliegt, runterzuholen aus dem Himmel, weil ihr habt meistens gar nicht die Zeit dazu, um zu warten, bis er unten ist, denn dann seid ihr schon wieder tot, weil man stirbt wirklich auch ziemlich schnell. Gut, es geht, man stirbt, ich habe das Gefühl irgendwie, man stirbt, also man stirbt nicht so schnell wie ein Ghost, aber man stirbt trotzdem sehr schnell, was nichts Schlechtes ist, weil so ist das Gameplay natürlich fast-paced und das wollten die Entwickler auch, dass es nicht langweilig wird. Campen bringt gar nichts, weil, ja, ihr seid halt nur, weiß nicht, auf dem Dach und ihr müsst nach unten gehen und die Gegner suchen, so könnt ihr Kills bekommen. Ja, mehr werde ich euch später sagen. Das waren jetzt so meine ersten Erfahrungen. Wir werden noch viele, viele Videos machen zusammen zu Call of Duty Advanced Warfare. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Deswegen vergesst nicht, diese Videos, die ich hochladen werde, auch zu liken. Das zeigt mir nur, dass ihr mehr sehen wollt. Abonniert meinen Kanal, um mehr Call of Duty Advanced Warfare hier auf meinem Kanal zu geben. Es wird ein Road to Commander kommen mit einem anderen YouTuber. Wer das ist, werde ich noch nicht sagen. Und das wird wahrscheinlich, wenn das Road to Commander Spaß gemacht hat und gut angekommen ist, wird noch eins kommen auf einer anderen Konsole. Das werden wir allerdings noch sehen. Es gibt ja schon Berichte darüber, dass es Hacker auf der PlayStation 3 gibt. Wenn das der Fall ist, ist es mir eigentlich ziemlich egal, weil ich spiele sowieso nicht auf der PlayStation 3. Und die PS3 ist sowieso sehr anfällig auf Hacks, nicht so wie die Xbox, so ist es halt normal. Die PS4 wiederum ist schon wieder nicht so anfällig wie die PlayStation 3. Aber ich persönlich muss sagen, ganz ehrlich, wer holt sich das Spiel bitte auf der PS3? Und wenn es Leute gibt, dann müsst ihr damit leben. Weil ich kann mir einfach vorstellen, dass es da auch irgendwelche Leute gibt, die das wieder versuchen zu hacken. Gibt es immer, aber wenn, dann auf der PS3. Ich denke, auf anderen Konsolen wird es nicht so leicht möglich sein. So, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine Bewertung da mit dem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr euch auf diese neue Ära freut. Ich sehe das als persönlich als neue Ära, weil ich immer denke, jedes Jahr, wenn neues COD draußen ist, ist es einfach amazing und geil und keine Ahnung was. Und ja, ich freue mich übrigens auch auf Far Cry 4, aber das ist ein anderes Thema. Und den Singleplayer werde ich wahrscheinlich auf meinem zweiten Kanal Let's Playen am 17.11. Oder auch auf diesem Kanal, ich bin mir nicht genau sicher, aber ich denke eher auf meinem zweiten Kanal. Also vergesst nicht, den auch zu abonnieren. Link in der Beschreibung zu GameKey4Me. Und ja, dann
sehe ich euch im nächsten Video wieder. Tschüss!